Der verstorbene Guido Westerwelle hätte wahrscheinlich das, was wir derzeit an den Märkten erleben, als Anzeichen für spätrömische Dekadenz klassifiziert. Denn wir sehen hier Riesenaktien, Megacaps, die Bewertungen von teilweise über eine Billion haben, wie etwa Amazon, oder um und bei eine Billion, wie etwa Facebook oder Meta. Die bewegen sich praktisch wie Penny-Stocks nach Vorlage ihrer Zahlen. Die steigen 20% oder fallen 20%. Andere steigen 60% oder fallen dann 30%. Also das sind schon Dinge, die so ein bisschen extrem sind. Und wie extrem, wollen wir uns mal anschauen. Da liegt eine Botschaft, was wir hier sehen. Da stimmt etwas nicht. Da sind irgendwelche Dinge nicht in Ordnung. Und das ist ein Vorzeichen für etwas, was da kommen wird wahrscheinlich. Schauen wir uns zunächst mal an. Hier gestern, ja, Meta Platforms, 252 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung wurden da vernichtet. Etwa zum Vergleich, Tschechien hat eine BIP im Jahr von 250 Milliarden, ebenso Rumänien, Portugal nur 237 Milliarden, also in wenigen Minuten teilweise ein Großteil dieser 252 Milliarden Dollar vernichtet. Damit ist mehr Kapital vernichtet worden oder Marktkapitalisierung vernichtet worden als 452 der 500 S&P 500 Unternehmen auf die Waage bringen. Und auffallend, by the way, Mark Zuckerberg hat jedes Mal bei den letzten drei Verkäufen, bei dem aktuellen Abverkauf, wissen wir es noch nicht, aber bei den letzten drei Abverkäufen hat er immer kurz vorher schön Aktien verkauft, wohl weil er ahnte, was da kommt. Aber das war jetzt der allergrößte Abverkauf, den wir bei Facebook je gesehen haben. Mal sehen. Bald werden wir wissen, ob er auch diesmal wieder vor den Zahlen verkauft hat. Insgesamt sehen wir, dass die Fangman-Aktien jetzt unter 10 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung gefallen sind. Vielleicht mit Amazon dann wieder drüber, werden wir sehen. Also das sind hier absolute Klumpenrisiken, die wir hier sehen. Wir kommen noch im Jahr 2019 etwa, also vor der ganzen Corona-Geschichte, da waren wir ja so bei 4-5 Billionen. Also das Ganze hat sich mal schlank verdoppelt. Natürlich sind das Unternehmen, die überwiegend sehr gutes Geld verdienen, gar keine Frage, aber es ist eben schon eine Dimension, die schwer zu fassen ist, sagen wir mal so. Amazon hat gestern zum Handelsschluss, und die Aktie hat ja fast 8% verloren im Handelsverlauf gestern, 1,4 Billionen an Marktkapitalisierung. Dann ist man teilweise 18% gestiegen, wieder über die 3000er Marke ganz deutlich. Und das, obwohl der Revenue Growth praktisch nicht mehr vorhanden ist, also das Umsatzwachstum, die Firma stagniert, wenn man so will, bis auf das Cloud-Geschäft, wenn wir uns mal anschauen. Amazon hat jetzt im vierten Quartal 2021 376 Millionen weniger Güter online verkauft als noch im Quartal davor. Und das zeigt, oder im letzten Quartal 2020, das zeigt, dass eigentlich wahrscheinlich die Firma hier als größter E-Commerce-Anbieter der Welt oder zumindest der westlichen Welt praktisch nicht mehr wächst, praktisch hier stagniert, dass hier die Grenze erreicht ist. Und dass die Zahlen so ausgefallen sind, wie sie sind, liegt an zwei Dingen. Erstens mal AWS, also praktisch die Cloud-Geschichte. Und zweitens ein bilanzieller Trick mit Rivian. Da ist ja Amazon investiert. Und man hatte praktisch hier den Gewinn dadurch eben massiv nach oben gepusht mit dieser Rivian-Geschichte, mit diesem Rivian-Effekt. Und wie der zu veranschlagen ist, das sehen wir hier mal. Normalerweise hat nämlich, das wollte ich glaube ich hier bringen, da ist es, hat Rivian nämlich eine Marktkapitalisierung von 54 Milliarden Dollar gehabt, stand gestern Abend. Man war zwischenzeitlich ja schon fast bei 175 Milliarden noch im November. Also das geht auch schnell, hat sich dann mal eben gedrittelt. Jedenfalls sehen wir, dass die Frage ist ja, zu welchem Kurs hat denn Amazon hier seine Aktien eingebucht, seine Rivian-Aktien? Also auch das ein bisschen merkwürdig. Wenn man das jetzt bilanzieren müsste, nach aktuellem Kursstand, dann wäre dieser Gewinn wohl etwas weniger wert. Das ist das Problem. Und dann haben wir jetzt gestern nochmal Snap, die im Handelsverlauf gestern 24% gefallen sind, um dann nachbörslich 60% zu steigen. Also praktisch ein Viertel des Wertes verloren im gestrigen Handelsverlauf, um dann nach den Zahlen 60% wieder zu steigen. Da fällt einem nichts mehr dazu ein, etwa Marktkapitalisierung so um und bei 40 Milliarden Dollar.
die Snap auf die Waage bringt. Und hier ein Kommentator: Wenn solche Trillion-Dollar-Companies, also Billionenfirmen, sich verhalten wie Penny-Stocks, dann hat die Fed möglicherweise ein Problem in Sachen Preisstabilität. Das ist nicht normal, das kann nicht normal sein, da stimmt etwas nicht, das sind Exzesse, das sind Fehlentwicklungen, die auf Imbalances deuten, auf irgendwelche Ungewichte unter der Oberfläche, auf mögliche Schieflagen. Und diese Grafik hatten wir schon gesehen. Und ähnlich sieht es auch Sven Henrik, der sagt, das ist nicht gerade ein Beweis für Smooth Market Functioning. Das ist ein Begriff, den die Fed mal gebraucht hat. Oder Jerome Powell, um zu rechtfertigen, warum man sozusagen die Liquidität in die Märkte pumpt. Und er sagt auch, ich habe hier Penny Stocks gesehen, die deutlich weniger volatil sind. Selbst Krypto ist weniger volatil als das. Das ist ein Zeichen, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und viele Institutionelle haben ja gesagt, ja, wir können nicht in Bitcoin investieren, weil es zu volatil ist. Naja, der sollte sich mal die Kursverläufe von Facebook und Amazon anschauen. Und wem können wir das alles verdanken? Diesen Herrschaften, Zentralbanker. Wenn wir uns hier mal die Zentralbankbilanzen anschauen und die FANG-Aktien, dann sehen wir hier, gibt es einen ziemlich klaren Gleichlauf eben zwischen den Märkten und der Bilanz. Und jetzt droht das Ganze ja ein bisschen zu kippeln, weil die Notenbanken sagen, ups, jetzt müssen wir da raus. Jetzt ist gestern das Worst-Case-Szenario passiert. Wir sehen extreme Schieflagen am Optionsmarkt. Gestern das Desaster von Facebook hat viele dazu gebracht, sich abzusichern. Etwa ja auch die Aktie von Amazon, dann gestern fast 8% gefallen. Also Absicherungsgeschäfte wurden getätigt. Und dann sehen wir in der Mitte diesen Chart, wie Value und Growth performt haben. Value ganz ordentlich, aber Growth eben deutlich unter Druck. Und dann waren alle schon abgesichert auf der Unterseite und dann komplett sich die Amazon-Zahlen und der Nasdaq knallt nach oben, die Amazon-Aktie knallt nach oben, 18%, wenn man mal annimmt, Amazon ist so durchschnittlich vielleicht jetzt die letzten Wochen so 1,5, 1,6 Billionen wert und dann sind wir fast 20% gestiegen, dann sind das ja auch weit über 200 Milliarden Dollar, die da mal eben wieder bewegt wurden. Jetzt kommen wir to something completely different, aber das ist schon wirklich sehr, sehr krass, was da passiert. Das ist nicht das Anzeichen eines gesunden Marktes. All das passiert jetzt in einer Zeit, wo die Notenbanken komplett umsteuern, offenkundig. Selbst die EZB gestern. Deswegen ja Renditen weltweit nach oben. Wir sehen der Euro nach oben. Also da hat es richtig gescheppert. Heute kommen jetzt die US-Arbeitsmarktdaten und die Erwartungen sind ziemlich negativ. Goldman Sachs etwa erwartet minus 250.000 Stellen. Das Ganze reicht von HSBC plus 225 plus eine Bank, die keiner kennt, NW minus 350.000 Stellen. Jetzt könnte es natürlich sein, dass mir die Zahl besser ausfällt. Die Fed sagt, ja, siehst du, Arbeitsmarkt, selbst Omikron hat das Ganze nicht so wirklich durcheinander gewirbelt. Und Barkin, Chef der Richmond Fed, hat jetzt auch gesagt, also ich denke, wir sollten die Zinsen so anheben auf eine Range von 1,5 bis 1,75%, da wo sie vor der Pandemie waren. Und das könnte vielleicht auch die Volkswirtschaft noch verkraften, könnte die Zinsbelastung noch verkraften, wenngleich das schon ziemlich heavy wäre angesichts einer Gesamtverschuldung von über 80 Billionen Dollar der Amerikaner am Firmenhaushalte und Staat. Jedenfalls sagt er, wir sollten erstmal jetzt die Zinsen bis dahin anheben und dann schauen wir mal weiter. Insgesamt hat die Fed seit der Finanzkrise, also seit dem Jahr 2008, pro Minute 1 Million Dollar gedruckt oder in die Märkte gepumpt oder wie auch immer, pro Minute 1 Million. Jetzt sehen wir hier mal diese Financial Assets in Relation zum BIP, 6,3 der Faktor. Jetzt hat sich Paul ja praktisch durch diesen Fed-Put von den Märkten immer rumschubsen lassen. Wenn Paul gesagt hat, wir werden die Bilanz reduzieren, wie im Dezember 2018, da sind wir auf Autopilot, die Märkte mal eben 20% gefallen, dann wenig später, Paul, habe ich nicht so gemeint, habe nämlich missverstanden. Also er wurde geschubst von den Märkten, die Märkten hatten hier die Kontrolle über Jerome Powell. Jetzt macht Paul die hawkische Wende und jetzt muss Paul zeigen, dass er sich nicht mehr rumschubsen lässt. So hier ein, wie ich finde, sehr guter Kommentar. Deswegen werden wir immer wieder Interventionen wahrscheinlich sehen seitens der US-Notenbank, die klar macht, dass es eher ernst gemeint ist. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Arbeitsmarktdaten. Hier Big Data, also praktisch Google-Daten etc. suggerieren, dass wir sogar
Jobverluste von 3 bis 4 Millionen sehen könnten. Allerdings ist da vielleicht das Problem, dass Google unterschätzt, dass viele Leute jetzt praktisch aus dem Homeoffice weiterarbeiten, aber weiter bezahlt werden. Die werden trotzdem, stehen trotzdem noch auf der Lohnliste, fallen da also nicht raus. Aber jedenfalls schon die ADP-Arbeitsmarktdaten am Mittwoch, die ja mit minus 300.000 deutlich schwächer ausgefallen waren, haben die Erwartungen deutlich gesenkt. Heute 14.30 bei den Arbeitsmarktdaten, vor allem auf die Stundenlöhne achten, das wird das Entscheidende, plus 0,5 und plus 5,2 zum Vorjahresmonat. Das wird die entscheidende Zahl sein, 14.30 bei Finanzmarktwelt. Mal reinschauen. Ja, wir sehen diese Wende, die ist global, dieser monetäre Klimawandel, wie ich das bezeichnet habe. Jetzt sehen wir, dass auch die Renditen etwa in Japan steigen. Die 10-Jährige steigt auf 0,19%. Das ist der höchste Stand seit Januar 2016. Was wird jetzt die Bank of Japan machen, die normal immer sofort einschreitet bei solchen Bewegungen? Weil sie sagte, wollen wir nicht. Wir sehen jetzt, dass die negativ rentierenden Staatsanleihen so gering sind wie seit Dezember 2018 nicht mehr. Die Renditen steigen, ein wirklicher Tsunami, könnte man sagen. Und wir sehen, dass natürlich jetzt auch weiter dieser Druck da ist in Sachen Inflation. Wir haben jetzt frische Daten von den Small Firms, also den kleineren Firmen aus den USA. Davon haben 50% im letzten Monat die Löhne angehoben. Das ist ein Allzeithoch, hat es noch nie gegeben. Gleichzeitig sehen wir, dass die Lieferengpässe, Produktionsprobleme weiter andauern. Jetzt etwa heute die Meldung, Honda und Nissan werden die Produktion teilweise runterfahren, eben wegen Supply Chain Issues, wegen Lieferkettenproblemen. Und wir sehen, dass eben auch solche Aktionen wie gestern von Amazon, die ja die Preise angehoben haben für die Amazon Prime, von 12,99 auf 14,99 und jährlich von 119 auf 139, das erste Mal seit 2018. Das ist natürlich auch Inflation. Mir ist neulich aufgefallen, wenn man im Supermarkt ist und zum Beispiel Chips sieht, Markenchips, die haben vor einiger Zeit noch 1,29 gekostet. Dann sind die gestiegen auf 1,49, das hat ungefähr so 2 Monate, 3 Monate gedauert und jetzt kosten sie 1,69. Das ist einfach so eine Alltagsbeobachtung, die natürlich nicht repräsentativ ist, aber die schon etwas zeigt, dass eben hier die Dinge immer krasser werden. Wie geht es jetzt weiter an den Märkten? Nun, hier sagt etwa JP Morgan, also solange der VIX nicht unter 20 ist, sind wir vorsichtig, bleiben wir skeptisch, dass diese Rallye nachhaltig ist. Auf der anderen Seite warten wir jetzt erstmal auf den CPI-Print nächsten Donnerstag. Das wird die wahrscheinlich wichtigere Zahl als die heutigen US-Arbeitsmarktdaten. Aber Kolanovic von JP Morgan ist ja immer sehr, sehr bullisch und sagt, ja, also im Grunde haben wir es ja hier gar nicht mehr mit Tech-Unternehmen zu tun, sondern es sind ja eigentlich Value-Stocks. Und da ist vielleicht sogar was dran, was der gute Marko Kolanovic sagt. Nochmal der Aufruf, wir suchen Leute, die Texte schreiben, die interessiert sind an den Finanzmärkten und dazu was zu sagen haben über eben die verschiedensten Marktbereiche, das, was die Welt im Innersten zusammenhält, das, was wirklich die Dinge bewegt. Sie kennen ja vielleicht finanzmarktwelt.de, da ist ja von Energie über Rohstoffe, über die verschiedensten Bereiche, Schulden, das, was sozusagen derzeit in der Welt der Finanzen passiert, dieses Zusammenspiel zwischen Finanzmärkten, Wirtschaft, Politik, das ist das, was wir suchen, aber auch durchaus für einzelne Dinge. Bitte schreiben an fuckmann@finanzmarktwelt.de. Haben sich schon viele gemeldet, wird ein bisschen dauern, bis ich mich da melde, aber ich habe schon ein paar sehr interessante Dinge da gesehen und werde mich dort melden. Und abschließend noch ein Hinweis, US-Börsen, warum Investoren mit ihren Renditeaussichten falsch liegen. Das ist mal ein größerer Ausblick auf das Big Picture, was uns erwarten wird. Das halte ich für extrem wichtig, denn vergesst das, was vorher war. Jetzt haben wir ein neues Spiel. Wir haben diesen monetären Klimawandel. Dieser Artikel, dieses Video, was darin enthalten ist, zeigt, was jetzt kommen dürfte. Hochinteressant. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in den Tag. 14.30 Uhr, das Highlight erstmal, die US-Arbeitsmarktdaten, Stundenlöhne. Ich sage Servus und Ciao.